Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress, der Steam-Version. Ja, gleich mal vorweg. Irgendwas ist komisch mit meinem OBS. Nach dem letzten Update jedenfalls geht die Aufnahme von Dwarf Fortress nicht mehr richtig. Also, ich konnte Dwarf Fortress immer nur als Fenster, nicht als Spielaufnahme starten, für die, denen das was sagt. Und irgendwie hat das letzte OBS-Update die Fensteraufnahme verbuggt. Die geht jetzt nicht mehr richtig. Was ein bisschen blöd ist. Jetzt musste ich das Ganze auf Bildschirmaufnahme umstellen. Ich hoffe, die fixen das so schnell wie möglich. Aber ja. Ich hoffe, dass das trotzdem hier so klappt, was ich gerade mache. Wobei ich noch keine so genaue Ahnung habe, was ich eigentlich als nächstes machen wollte. Also, außer erstmal das Zeug hier claimen. Und ja, ich glaube, die Wand hier weiterbauen. Ups. Das wollte ich nicht. Stimmt ja. Wo? Select Material wollte ich. Und Schaltblocks. So, währenddessen gucken wir mal unsere Work Order. Die Walkways, die werden gebaut. 100 Stück sind halt eine Baustelle. So, das heißt, wir können die nächste Ebene channeln. Während hier schön alles gebaut wird. Finde ich interessant. Okay, Harvest Plants ist wichtiger als zu bullen. Was ich auch nachvollziehen kann. Ah, da wachsen auch wieder ein paar kleine Quarry-Bushes.
Du bist ohnmächtig? Okay. Du pennst einfach dort. Und hier haben wir Miasma, weil hier Dogmeat, Doglang und so liegt. Also die Zwerge sind manchmal echt speziell. Dass wir mit Skeletten irgendwie auch nicht sonderlich viel anfangen können, ist auch doof. Dass wir Knochen nicht in Kisten packen können, finde ich am komischsten. Ja, Children do Chores. Machen sie aber auch nicht wirklich. Kommen die Leute zum Trinken, ja. Na gut, die Plumpermits werden langsam abgeerntet. Sehr schön, hier wird endlich mal ordentlich weggebuddelt. So, dann machen wir hier noch bis auf die Lücke hier zu. Können sogar schon mit Flogwits anfangen.
Aber Exzess in den Ecken finde ich jetzt nicht so gut. Mal gucken, kann ich sie jetzt? Ah ja. Das heißt, wir machen erstmal hier die Ecken. Weil ich sagen muss, dass die Floor Grates etwas seltsam aussehen. Dadurch, dass man hier die Kante sieht. So, kann ich jetzt diese Dinger wieder anwerfen? Ja, und Pigtail wird erst wieder im Sommer angebaut. Die Kinder spielen hier draußen. Sind die Kinder irre? Wobei mir das eigentlich mittlerweile recht wurscht ist. Schön, dass die Kinder sich nützlich machen, indem sie die Sachen hier bauen. Und ja, das nächste Mal werde ich das definitiv auch nicht machen, sondern werde den Stockpile durch die untere Verteidigungslinie, die ich noch nicht gebaut habe, weil wir hier Dampstone haben. Hier an dieser Stelle.
Stone has been found dead? Warum? Soldier English, okay. Ups. Du da? Okay. Er hat ihn mit einer Prügel mit Verprügeln bestraft. Personalität. Okay, er ist sehr ungeduldig. Okay. Ich glaube, wir brauchen langsam ein Justizsystem. Cold Cases. Fortress Guard. Convicts. Okay, das ist nicht so schön. Das heißt, wir bräuchten demnächst mal einen Dungeon Master und vielleicht einen Heimbauer. Und einen Dungeon. Und ich wollte gerade fragen, ob nicht jemand mal die Leiche wegbringen möchte. Das ist nicht schön, aber sowas von gar nicht schön.